So nachdem die Tram nicht gefahren ist, weil sie zusammengestoßen ist und ich jetzt nach Hause laufen muss von der Uni, zeige ich euch ein kleines Follow Me Around von dem Wochenende, wo ich mich nicht auf die Bahn verlassen habe und wo alles geklappt hat. Und da war ich mit dem Rad unterwegs und was ich alles gemacht habe, das seht ihr dann jetzt. Am ersten Tag, am Samstag, ging es mit dem Rad Richtung Kreuzberg in die Markthalle 9. Die ist in der Nähe vom Görlitzer Bahnhof. Und da war am Samstag Wochenmarkt. Es gab viel frisches Obst und Gemüse aus der Region und Blumen und einiges zu essen. Und es war erstaunlich leer, weil ich kannte die Markthalle bisher nur vom Donnerstag. Da ist immer Street Food Market und da ist kaum ein Durchkommen. Bei Feels Good gab es dann noch einen veganen Burger mit einem glutenfreien Brötchen, der sehr asiatisch angehaucht war, was wahrscheinlich an der Erdnuss- und Mangosoße lag und dem Koriander, den sie mit reingemacht haben, aber trotzdem sehr interessant und schmackhaft. Und dann hat es ein bisschen angefangen zu regnen und als der ein bisschen nachgelassen hat, ging es dann wieder zurück mit dem Rad durch Berlin. Am zweiten Tag, am Sonntag, ging es dann am Tempelhofer Feld entlang Richtung Westen der Stadt zum Tempelhofer Hafen. Der ist ein bisschen versteckt, weil er niedriger gelegen ist als die Gebäude um ihn herum. Und es ist eigentlich ganz schön, weil das alte Hafengebäude erhalten blieb und dann mit moderner Architektur, die ein bisschen fragwürdig ist, ergänzt wurde. Jedenfalls kann man sich da schön sonnen und Schwäne beobachten. Allerdings war das noch nicht das Ende unserer Reise. Es ging noch weiter Richtung Botanischen Garten. Dort war am Wochenende eine Kakteenausstellung und die durfte man als Hipster natürlich nicht verpassen. Und auf dem Weg zu dieser Ausstellung ist plötzlich ein Fuchs direkt vor unseren Füßen aus dem Gebüsch gesprungen und über die Straße gelaufen, über den Weg. Und überhaupt nicht ängstlich ist er da entlang marschiert und ist wahrscheinlich auch die Menschen gewöhnt, die dort täglich rumspazieren. Und ist witzigerweise schon der dritte Fuchs, den ich in kurzer Zeit in Berlin gesehen habe. Und der Botanische Garten ist an sich natürlich ein schönes Ausflugsziel. Gerade auch wenn die Sonne scheint, das Wetter besser ist, als es am Sonntag war. Aber es war wenigstens trotzdem ganz schön warm und auch Kakteenhaus dann sowieso. Hier ein paar Ausschnitte aus der Ausstellung der Kakteen. Es waren vor allem viele Ältere, die hier ihre Kakteen ausgestellt haben und verkauft haben, die aus dem Umland von Berlin kamen. Und es gab Kakteen so ab 1, 2 Euro und ich habe auch einige mitgenommen, 4 Stück an der Zahl und muss jetzt erstmal zu Hause einen Platz suchen, wo ich die überhaupt hinstelle. Das war jetzt nicht mehr in der Ausstellung, das war im Glashaus und das ist eigentlich ganz schön, da werden einige Palmen ausgestellt und andere Pflanzen, die da in recht großem Glashaus untergebracht werden. Man kann da auch auf verschiedene Etagen steigen und sich das Ganze von weiter oben ansehen. Ein künstlicher Wasserfall ist dann noch installiert mit einem kleinen Wasserbecken, in dem auch ein paar Fische rumschwimmen, die da eher nach mehr Platz suchen und den nicht finden. Und man kann hier über so Steinpoller über das Wasser gehen. Außerdem gibt es noch Steingärten, die mit kleinen Wegen gesäumt sind, über die man dann auch auf die kleinen Hügel gelangen kann und sich das Ganze von weiter oben noch ansehen kann. Hier sind die Bereiche in verschiedene Regionen und Kontinente aufgeteilt worden und dort mit bestimmten Pflanzen begrünt worden. Und anschließend ging es dann noch in ein Café, was neu aufgemacht hat, am S-Bahnhof Botanischer Garten. Das war das Kaba-Café. Und da war nicht ganz so viel los, wir waren die Einzigen und hatten dann einen Schoko-Orangenkuchen und ein Shortbread. Was das genau ist, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls war es sehr lecker. Und dazu gab es dann noch einen Espresso und eine Holunder-Granberry-Schorle. Ja, das waren schon die Eindrücke vom Wochenende.